Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meinen neuen Apple TV 4. Und für die Leute, die mich auf meiner Facebook-Seite verfolgen, die werden diese Information schon haben, dass wir jetzt hier in diesem Moment uns meinen Apple TV 4 anschauen. Ich habe ihn mir in der Variante 32 GB gegönnt und werde ihn jetzt mit euch gemeinsam hier öffnen. Mit einer Hand ist das gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Und da ist das Baby. Ach, der sieht ja richtig, richtig sexy aus, oder? Ach, wie ich das immer schon höre. Wahnsinn. Boah, genial. Ja, wunderbar. Was haben wir hier? Den Apple TV 4, der erstmal wesentlich dicker ist, als wir es gewohnt sind. Und ja, auch vom Gewicht her möchte ich sagen, boah, der wiegt gut das Zwei- oder Dreifache sogar. Genau, also gucken wir, was hier alles so beiliegt. Also erstmal der Apple TV 4. Dann haben wir hier die Touch-Fernbedienung. Die kriege ich hier gar nicht raus. Okay, sehr elegant hier hinten mit Silber. Okay. Die Fernbedienung ist aber auch irgendwie geil, oder? Fühlt sich auch richtig, richtig genial an. Oh, richtig genial hinten mit dem Silber. Das gefällt mir richtig gut. Auch wie bei meinem Apple TV 3, die Knopfzelle, die werde ich dann auch nicht mehr austauschen müssen. Die habe ich auch nie ausgetauscht, denn wir sehen hier bei der Apple TV 4 Fernbedienung haben wir den Lightning Ausgang, Eingang, wie man auch sagen möchte. Das heißt, man kann mit dem iPhone Lightning-Kabel oder auch mit dem mitgelieferten Lightning-Kabel ganz einfach die Fernbedienung laden. Und unter dieser schönen Bedienungsanleitung, oder man kann ja sagen Erste-Hilfe-Set, befindet sich dann das mitgelieferte Lightning-Kabel. Und auf den ersten Blick möchte ich meinen, dass das doch schon so ein bisschen ja, länger aussieht als das vom iPhone und iPad, oder? Genau, hier in die Fernbedienung wird das dann eingeführt und dann kann es ganz entspannt aufgeladen werden. Da bin ich auch mal gespannt, wie oft die Fernbedienung geladen werden muss. Wahrscheinlich bei Spielen dann ein bisschen mehr als bei anderen Dingen. Hier wird wahrscheinlich noch die... Genau, hier ist noch ein Stromkabel drin. Und eben hier... Genau, hoppala. Genau. Okay, hier ist sogar noch eine Art Schutz vor irgendwas drauf. Okay. Hier auch. Aha. Müssen wir einmal hier komplett abziehen. Ich habe schon eben gedacht, wo ich es ausgepackt habe, wo sind denn hier die Öffnungen? Aber das hat wahrscheinlich einfach nur den Hintergrund, dass das hier ganz, ganz schöner Klavierlack ist, den man anhand dieser Folien hier schützen soll. Mal gucken. So. Und da haben wir dann auch schon... Ah, okay.